Wie gesagt, das ist das Schlimme an der heutigen Zeit. Es wird so viel kritisiert, es wird so viel an einem selbst oder halt an einem rumgemäkelt, von anderen Menschen gefordert. Ich meine, es gibt auch Menschen, die sich wohlfühlen, wenn sie ein paar Pfund mehr drauf haben, werden dann aber niedergemacht. Genauso wie Leute, die dann halt krankheitsbedingt wegen ihrer Körperform niedergemacht werden. Und es ist egal, ob du zu dünn bist, es ist egal, ob du zu dick bist. Es wird von anderen Menschen eine Norm festgelegt, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Ich meine, jeder Mensch soll so leben, sich so wohlfühlen, wie es für einen selber am besten ist. Und die mussten mir auch so oft sagen, das passt dir aber, das passt aber nicht zu dir, nee, das passt nicht zu dir, nee, das steht dir nicht, nee, damit siehst du kacke aus. Und das wird jedem so oft an den Kopf geworfen und wir machen uns da viel zu viele Gedanken drüber. Und ich weiß, das sage ich jetzt so leicht, ich mache mir da heute noch Gedanken drüber. So. Aber ich weiß das selber, dass mich das stört, dass andere halt über einen selber bestimmen wollen. Bei meinen Großeltern zum Beispiel, sie meinen es nicht böse, aber wenn dann zum Beispiel der Satz kommt, ja, du warst mal so schön schlank und du dir dann denkst so, ja, toll. Und was kann ich mir davon jetzt kaufen? Gar nichts. So, das bringt mich nicht weiter. Nee. Vor allem, es gehört sie auch nicht. Das wäre ja so, als wenn ich sage, Mensch, Opa, trainiere mal deinen Fettbauch weg. Mein Großvater hat keinen Fettbauch, aber trotzdem. Könnte ich sagen. Selbst wenn er das nicht hat, könnte ich trotzdem sagen, Alter, du bist fett. Obwohl es nicht zutrifft. Und das macht bei manchen Menschen so viel aus, auch wenn das einige als Spaß sagen, es ist nicht immer Spaß. Vor allem für einen selber nicht. Und das kenne ich zu Genüge. Ich meine, wie oft war das früher so halt in einer weiterführenden Schule, wo dann zum Beispiel auch hier an die Arme gefasst wurde und gesagt hab, oh, das schwabbelt ja. Ich war früher nicht dick. Um Gottes Willen. Man hat sogar meine Rippen gesehen. So, ich hatte, aber das ist nun mal genetisch bedingt, dass das schwabbelt bei uns. Das isst du bei so. Hatte ich auch nie was gegen, bis dann halt irgendwie die Leute gesagt haben, bah, nee, du musst weniger essen, das sieht scheiße aus. Und du dir dann denkst, was ist falsch an mir? Wieso sagen Menschen sowas? Was stimmt nicht mit mir? Und das ist so schlimm in der heutigen Zeit. Ich will auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie das früher war, aber ich glaube, da war es immer noch ein bisschen einfacher. Da waren andere Sachen, denke ich, schlimmer, aber sowas, ich weiß nicht, ob es das damals auch gab, aber ich glaube, es wird, glaube ich, einfach von Generation zu Generation schlimmer. Und das ist echt furchtbar. Furchtbar und traurig. Ich meine, jeder sollte das tun und lassen können, sofern es keinem anderen schadet, was er möchte. Also, nee. Und mit solchen Leuten, die dann sich darüber auch lustig machen, die ihre Witze darüber machen. Zumindest, nee, nee. Einfach nur nein. Vor allem auch dann noch hinter vorgehaltener Hand lästern. Das sind mir dann auch immer noch die Liebsten. So, ah, guck mal, der hat das und das. Das, ja. Und das Schlimme ist, jeder macht sich trotzdem irgendwie irgendwo drüber lustig. Selbst ich werde mich irgendwann schon mal drüber lustig gemacht haben. Unbewusst sogar. Also. Und es tut mir dann halt auch immer so leid, auch bei anderen Menschen. Man möchte, also manche Menschen möchten, glaube ich, auch einfach nicht so sein. Und dann gibt es Menschen, die sind absichtlich so. Die dann wirklich absichtlich anderen Menschen schaden wollen. Das ist so. Nee. Es ist halt ein Unterschied, ob es unüberlegtes Handeln ist oder ob es bewusstes Handeln ist. Und bei den heutigen Teenies oder bei vielen ist es dann halt wirklich bewusst. Die dann sagen so, ha, guck mal. Oder sich über das Leben anderer lustig machen. So, ah, guck mal, die haben jetzt nicht den neuesten Ferrari, die haben das und das nicht. Oh, guck mal, wie der und der Garten aussieht. Oh, um Gottes Willen, was interessiert's andere Leute? Also überhaupt nichts. Problem ist, dass das nicht das ist.
beurteilt jeden und alles. Alles wird gemessen und gewogen, ja. Und ich glaube, meistens die Leute, die sich dann über andere lustig machen, die sind einfach nur neidisch, weil sie das dann halt selber nicht haben. Oder dieses Selbstbewusstsein nicht haben. Ich glaube, das sind sehr, sehr unzufriedene Menschen dann. Junge. Junge hat bewiesen, das Umfeld transformt, ja. Also wie gesagt, klar, es bleibt nicht aus, dass man halt mal sagt, puh, guck mal. Es, ja. Film, also selbst im Film. Oh Gott, wie oft macht man sich da über Leute im Film lustig. Und manche sind vielleicht noch nicht mal dick, manche sind dann halt wirklich dieses, ne, es gibt ja diese Dickheitskostüme, sag ich jetzt mal. Wo man dann halt absichtlich dick gemacht wird. So. Gibt's ja zum Beispiel auch. Also, das ist eine ganz, ganz blöde Angewohnheit. Von vielen Menschen. Zu laufen. Ja. Das war halt bei mir halt früher auch so. Oh, du trägst nicht die neuesten Adidas-Schuhe. Ja, erstens, ich kann mir das nicht leisten. Und zweitens, sahen die neuen Adidas-Schuhe halt einfach scheiße aus. Warum soll ich Sachen tragen? Nur um eine Marke zu zeigen und zu zeigen, was ich habe. Ich trage doch viel lieber das, was ich möchte, indem ich mich wohlfühle, was ich mir leisten kann, statt meine Eltern oder andere Leute um Geld anzubetteln und zu sagen, hier, guck mal, das und das ist neu rausgekommen, das und das sind die neuesten Markensachen und das und das und das und das. Was bringt mir das? Gar nichts. Und ich glaube, das sind sehr, sehr unzufriedene Menschen. Die einfach mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind und die dann andere übertrumpfen wollen. Oh. Ich habe mir diese Frage echt schon immer gestellt. Warum macht man sowas? Ich meine, klar, wenn man sich Markensachen holen will, gerne. Aber dann bitte nicht andere damit übertrumpfen wollen. Mein Gott, ich habe ja auch mal... Ich weiß gar nicht. Von irgendeiner Sportschuhmarke habe ich mir da auch mal teure geholt. Da habe ich aber auch nicht gesagt, ey, guck mal, ich habe die und die. Also das haben dann andere für mich übernommen und haben dann gesagt, oh, du hast ja die und die Schuhe. Wo ich mir dann gedacht habe, was für Schuhe? Bitte? Was wollt ihr jetzt von mir? Ja, du trägst doch die. Du musst doch wissen, was du gekauft hast. Ich so... Ich habe Schuhe gekauft, die mir passen, die bequem waren und die gerade in mein Budget gepasst haben. So. Danach gucke ich, ob ich die Schuhe haben möchte oder nicht. Und nicht, ach ja, das ist jetzt irgendwie, das machen wir jetzt mal so. Ich sag auch keine Markensachen. Ja, eben. Sie ist auch meistens sowas von überteuert. Gerald, schwimm bitte einmal nach oben. Ach, nur ein Aufdrucks. Sieht viel besser aus, ja. Also wenn ich mir wirklich mal was mit Aufdruck hole, dann zum Beispiel halt Merchandise. Sowas dann. Was ich halt auch wirklich gerne trage. Wie halt von Streamern oder sowas. Oder irgendwelche Festival-Shirts, sowas halt. Aber ich muss mir jetzt kein Shirt drauf holen, wo groß und fett Adidas draufsteht. Sieht eh scheiße aus. Praktisch muss es sein, ja eben. Muss praktisch sein. So, oder auch bei der Kleidersuche halt. Ich war halt, oder ich brauchte halt mein Abendkleid vor langer, langer Zeit. Und ich habe so viele Mädels gesehen, weil das war zu der Zeit, wo es Zeit auf die ganzen Abi-Bälle und so gab. Und ich habe so viele Mütter mit ihren Töchtern gesehen, die dann tatsächlich auf die Marken geachtet haben, gesagt haben, nee, das ist aber kein hochwertiges Produkt. Nee, das wollen wir nicht. Und ich dann nur gedacht habe, Alter, das kostet sowieso schon eine Stange Geld. Und ihr sagt immer noch, das ist so günstig und das ist billig verarbeitet. Gott, ich hätte geheult, wenn ich solche Kleider dann gehabt hätte. Ich hätte echt geheult vor Freude. Und dann gibt es da immer noch diese Mädchen, die dann sagen so, nee, das ist mir aber nicht schick. Nee, da muss noch ein bisschen mehr davon dran und da muss noch ein bisschen mehr davon dran und da muss noch ein bisschen mehr Narbe dran. Hallo? Nee. Ich bezahle doch nicht den Namen für etwas, nur weil es angesagt ist. Wo kommen wir denn da hin? Also.
Aber da sieht man halt auch, wie unterschiedlich die Menschen sind. Es gibt halt wirklich solche und solche. Ich meine, kann jeder kaufen, was er will. Aber bitte nicht die anderen damit belästigen. Gut, wenn halt nachgefragt wird, okay, aber halt wirklich dieses Übertriebene, dieses Hochnäsige. Schon das Comics jetzt raus, das ist was anderes. Ich rede von Werbung. Ja, ja, wie gesagt, es gibt ja halt auch Sachen, die damit Werbung machen. Aber das ist halt für mich sinnvolle Werbung. Werbung, die ich auch vertrete. Das, was ich habe, wurde mir geschenkt. Ja, so sowas halt auch. Ja, null Charakter. Du sagst es. Ja. Nee. Sachen nur wegen dem Namen zahlen. War noch nie mein Ding. Da gibt es ganz, ganz andere Sachen, für die ich tausendmal lieber mein Geld ausgebe. So. Einmal nach Kermor hin, bitte. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von... Ja, da haben wir ja jetzt auch noch ein paar... Die Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Ich werde meine Rocket Beans letztes Jahr verloren. Oh, scheiße. Das ist richtig kacke. Ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich auch mal verlegt. War, glaube ich, auch irgendein Fanshirt hatte ich mal verlegt. Das habe ich bis heute nicht wiedergefunden. Liegt irgendwo in den Untiefen meiner Sachen wahrscheinlich. Und keine Ahnung, wo es hin ist. So. Okay, Hütte am See, da kann ich auch einmal kurz schnell Reise machen. Weil das ist echt ärgerlich, wenn dann solche Sachen auch noch verloren gehen. Genauso wie bei mir mit meiner Lieblings-CD. Die habe ich durch den allerersten Umzug, damals von meiner Mutter aus, wo ich da weggezogen bin, da habe ich auch meine allerliebste Lieblings-CD verloren. Ich weiß nicht, ich habe die nie wieder gefunden. Geralt. So, da hinten. Ich jetzt super schnell. Genau. Qualität ist ja auch nicht mehr so unterschiedlich. Ja, eben. Noch ein Ertrunkener. Noch schlimmer zugerichtet. Da hast du vollkommen recht. Alles voller ertrunkenen Leichen. Der Jäger muss ziemlich mächtig sein. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hier hin? Sie nicht verschwinden. Ach, da. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Vielleicht war's Leto? Muss ich jetzt ernsthaft hier rein und schwimmen? Das finde ich wahrscheinlich nicht den Typ, den ich suche. Gera, du musst dich ins Leere schießen. Da hinten ist auf jeden Fall noch was Rotes. Was ich übersehen hatte. Wird jetzt, glaube ich, auch die letzte Mission für heute sein. Lass dich mal.
Jetzt wird's langweilig. Wäre nicht noch irgendwas. Grobian hat einen ganzen Schwarm gesehen, das passiert. Gemetzelt. Ja, gut. Wo muss ich hin? Ah, nee, das ist der Trunkene, den ich getötet hatte. Will ich weiter da rein? Im Grund hatte ich jetzt nichts entdeckt. Ach, da hinten. Gefunden. Da krabbelt irgendwas. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm der Trunkene gemetzelt. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm der Trunkene gemetzelt. Ja, stimmt. Also auf Amazon habe ich tatsächlich, gut, bis auf Kostümsachen, nie großartig Kleidung bestellt. Als es noch ging, bin ich dann halt früher immer mit meiner Großmutter wirklich in die Läden gegangen. Halt auch in Läden, wo es dann halt auch meistens sehr teuer war, aber selbst da hat man halt noch günstige Sachen gefunden. Gott, und wenn ich mir dann so die Mütter dann immer noch anhöre, so, oh, was hat ihre Enkelin denn da? So, das ist aber nicht mehr die neueste Mode. Und das ist auch relativ günstig. Sind Sie sicher, dass Sie das haben wollen? Und dann denke ich so, Alter, wollen Sie? Troll. Wer sind Sie? Kenne ich Sie? Habe ich Sie um Ihre Meinung gebeten? Nein, habe ich nicht. Irgendwas sagt mir, dass er ein wenig aufgebracht ist. Oh. Hallo, Herr Filztroll. Ich muss das bitte ignorieren. Wenn ich schon hier bin, kann ich mich ja auch umsehen. Das stimmt. Im Meer ist definitiv der falsche Ort dafür. Unser freundlicher Troll verabscheut wohl ertrunken. Wobei, wer weiß, wo die Klamotten der neureichen Menschen landet. Wobei, ich sag eher der protzigen Menschen. Es sind nicht alle reichen Menschen gleich. Oder nicht alle wohlhabenden Menschen gleich. Es gibt ja auch viele, die wirklich auf dem Boden geblieben sind. Und dann gibt es halt welche, die einfach so tun, als wären sie reich. Aber dass er schreiben kann, auch hätte ich nicht gedacht. Notizen. Da kenne ich auch so einige. Wohl aus der Zeit, in der sie Kaer Morhen angegriffen haben. Das war dann nicht erklärt. Also ganz ehrlich, wenn ich Kleider anziehe, dann ziehe ich das für mich oder halt für meinen Freund an. Mir scheißegal, was meine Freundin dazu denkt. Gut, ich habe keine Freundin, aber es wäre mir scheißegal, was sie dazu denken. Mir gefallen? Siehst du mich an? Oder ja, für meinen Freund. Das, ist genauso wie mit dem, also fertig machen für Trinkabende oder sowas. Also klar, man hat sich immer halbwegs nett angezogen, aber besonders typisch macht man sich dann halt doch eher für den Partner. Finde ich. Ich denke, dass ich das bisher auch immer so gehalten habe. Müsste ich jetzt tatsächlich meinen Freund fragen, aber eigentlich für so einen normalen Mädelsabend habe ich mich meistens Leggings, Pulli, Kuschelsocken. Das war das, was ich für meine damaligen Freundin angezogen habe. Wenn man sich dann mal gesehen hat. Gut, es sei denn, es ging halt wirklich feiern. Also in der Disco. Aber selbst da dann halt so, dass es noch normal war. Nicht um. Mit Ausschnitt bis da unten zum Bauchnabel. Sowas. Boah, nee. Oh.
Wobei ich auch eher so die gemütliche Trinkerin war. Ich war nie diejenige, die dann auf der Tanzfläche war. Ich war diejenige, die an der Bar gesessen hat oder in der gemütlichen Ecke und ihr Bier gesippt hat. Also ich bin komplett langweilig, was das Feiern angeht. Ja. Hauptsache, ich saß da in Ruhe. Oder eigentlich, Hauptsache, ich hatte meine Ruhe. Mehr wollte ich nicht. Dieses ganze... Ja, wir tanzen... Wir versuchen sexy zu tanzen, sehen aber aus, wie... Bestellt und nicht abgeholt. Hm. Nee, das ist nicht. Da ist ein Brief. Nein. Das ist... aus dem Ersten. Asa Javed. Den kennen wir doch aus dem Ersten. Wenn er zu spät kommt, die passende Ausrüstung nicht dabei hat oder ungehorsam ist, ist des Todes. Wir beginnen unseren Angriff auf Kaer Morhen mit unserem Einschüchterer. Es sollte kein großes Problem sein, sich der Festung zu bemächtigen, die dem Benehmen nach nur von einer Handvoll Hexe gehalten wird. Sobald euch 50 Orens erwarten euch für jeden abgeschnittenen Mutantenkopf. Sobald wir die Geheimnisse der Hexe an uns gebracht haben, müssen wir uns teilen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Jeder von euch muss dann auf eigene Faust nach Wüsimar zurückkehren. Dann finden wir uns wieder zusammen. Sehr cool. Man findet tatsächlich etwas, was auf den ersten Teil zurückführt. Das ist cool. Das ist echt cool. Musst du die Ausnahme? Die sind meine Jugend geschickt machen. Nicht für mich. Ein Angriffsplan für die Festung. Also wie gesagt, ich hatte das halt immer... Der Troll. Oder es ist halt aus meiner Sicht so, dass ich halt mich, wenn wirklich schick gemacht habe, für meinen Freund. Solange ich halt, oder wie ich einen hatte, hab. Bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, natürlich habe ich mich dann nur für mich schick gemacht und nicht für, ne, Hinz und Kunz, um denjenigen abzuschleppen. Oh Gott, ey. Also wenn ich tatsächlich so manchmal dran denke, welche Art von Mann mich dann damals angesprochen hat. Das war so die Leute, jo, da rutscht man einmal rüber und dann war's das. So. Nee, bitte nicht. Da war ich halt nie für. Auch für, ja, wir sind nett zu Kerlen, damit sie uns was ausgeben. Nein, ich bin eine Frau, ich kann auch mein Getränk selber zahlen. Und wenn mein Geld nicht mehr reicht, ja gut, dann trinke ich halt nichts mehr. Auch okay. Da waren meine Freundinnen dann zum Beispiel ganz anders, wo ich dann gedacht habe, so, Alter, ich muss keine Kerle ansprechen und keine anderen Männer bezirzen, um an Getränke zu kommen. Nein. Einfach nur nein, das macht man nicht. Nee. Ja, es stimmt aber schon, also wirklich viele Frauen stehen auf dieses Macho. Dieses, ich bin böse und beine die Scheiße und ich laufe den und die Frauen laufen mir hinterher. Ehemalige beste Freundin genauso. So, jeder Kerl war scheiße früher. Sie rennt den Leuten schön hinterher, wo ich mir auch dachte, Alter. Du bist doch hohl. Du bist hohl in der Birne. Und oh, das tut mir echt leicht, das zu sagen, weil ich die Freundin echt gern hatte. Aber... Leider sind wirklich viele Frauen so. Und ich tatsächlich, ich streite mich sehr, sehr selten mit meinem Freund. Also ultra selten. Weil wir so auf einer Wellenlänge sind. Aber wenn wir uns dabei streiten, so, ich bin dann das Häufchen Elend, was ich da denke, so, scheiße. Ich wollte doch gar nicht, dass er wütend ist. Weil ich dann halt irgendeine Scheiße gesagt habe. Einfach aus dem Affekt heraus. Und ich es hasse, wenn man dann halt wütend aufeinander ist. Ich denke also, nee. Wie können da Frauen drauf stehen? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Nein. Ich will nicht in meinen Kopf reingehen. So, ich sollte meditieren und nicht speichern. Also speichern sollte ich auch tun, aber... Wann ist Morgengrauen? 3 Uhr? Entscheidung, bester Freund fürs ganze Leben oder Arsch aus des Grauens. Das ist immer das zweite Jahr. Also bei mir tatsächlich nicht, aber ja, bei vielen Frauen. Ach, das ist.
Wie blöd war ich jetzt gerade? Sehr blöd, ne? Von der Skala von 1 bis 5. Das hier. Müssen wir machen. Wo ist die Mine? Komm ich da? Ah, okay. Jetzt zumindest bis dahin. Aber ich verstehe halt auch nicht, was Frauen, also was Frauen an diesem Bad Boy-Gehabe zu toll finden. Das siehst du ja auch oft in Filmen und Serien. Und mir dann auch nur so denke. Ja, nee. Nee. Nicht meins. Da bekommst du natürlich einen Einsprung. Oh. Also bei einem Einsprung würde ich mir das überlegen. Das könnte manchmal höllische Schmerzen sein. Da würde ich aber meilenweit von weggehen. Aber das ist manchmal so geil. Ich bin eine Frau und verstehe die Frau selber aber nicht. Ich verstehe nicht, wie Frauen so sein können. Ich meine, es ist jedem das Sein, dass so jeder das machen, was er für richtig hält. Aber es entzieht sich meiner Wahrnehmung so ein bisschen. Meinem Verstand. Oder halt so. Oder viele wünschen sich auch so eine Beziehung wie bei diesen 50 Shades of Grey. Dieses, ne? Dominante und das Schwächere. Wer dann auch denke. Nein. Vielleicht ein bisschen, ja klar, aber nicht jetzt so übertrieben, wo ich mir denke, Alter. Da kriege ich aber Angstzustände bei. Aber wie gesagt, jeder, was er da für richtig hält. Wenn die Frauen meinen, okay? Oder? Ich stehe da nicht im Weg. Wie gesagt, auch meiner besten Freundin. Ich meinte dann halt irgendwann, dann soll sie aber nicht zu mir ankommen, wenn es dann wieder in die Brüche geht. Weil das ist immer so geil. Man fragt dann halt nach Rat, ist dann aber mit dem Rat, den man gibt, nicht einverstanden. Wenn ich mir dann denke, ja, warum fragst du mich dann aber nach Rat, wenn du sowieso dagegen bist? Dann brauchst du mich ja nicht nach Rat fragen. Ja, männlich oder weiblich? Gott, wenn ich an meinen Hormonhaushalt denke. Meine Hormone drehen durch, wenn ich Katzenbabys sehe. Nur bei Katzenbabys drehen die durch. Liebe Katzenbabys. Ich glaube tatsächlich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich glaube ich sagen kann, ich werde nicht allein sterben. Wenn mein Freund vor mir stirbt, irgendwann, ich werde mir 1 Million Katzen zulegen. Wirklich, 1 Million. Ist mir egal, wer da jetzt was gegen sagt. Ich will Katzen haben. Noch mehr, als ich jetzt habe. Ganz, ganz viele Katzen. Nehmen sie alle bei mir auf. Die sind freundlich. Die sind friedlich. So blöd wie das klingt. Einfach nur Katzen. Damit bin ich voll ganz zufrieden. Also ich glaube, nach meinem Freund kommt keiner mehr, weil... Nee. Erstens bin ich, glaube ich, zu anstrengend und zum anderen... Nee. Ich habe sie so mit... Och ja, kommt da, ist der eine weg, kommt der nächste. Och, der ist auch nicht der richtige, kommt der nächste. Nee. Hat schon ewig gedauert, bis ich meinen Freund überhaupt gefunden habe. Dass das überhaupt mit mir aushält, ist ein Wunder. Frau ist die eigentlich die komplette Zeit nur am Zocken. Gut, Haushalt mache ich auch noch. Also, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mache. Aber ich schlafe bis in die Puppen. Bin durchgeknallt. Kann ich singen und singe trotzdem. Bin eigentlich nur am Zocken. Hab ein Faible für Katzen. Wie hält der Kerl das mit mir aus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mich selber ankotzen. Vor allem bei meinen Hormonen. Hör drauf. Natürlich meine Ex-Frau schlechter als ich.
wird verhätten. Ja, wie gesagt, das ist halt... Das verstehe ich halt auch nicht. Ich habe meine beste Freundin echt so oft gefragt, was sie an solchen Kerlen findet. Wiederum sie hat mich aber gefragt, was ich an Menschen wie meinem Freund finde. Wobei ich mir denke, also mein Freund gehört echt zu den liebsten Menschen, die ich kenne. Und es dauert eine Ewigkeit, den überhaupt wütend zu kriegen. Seit Jahrhunderten erschöpft. Und Macho-Gehabe ist da aber mal komplett weit vom Schuss. Also da verstehe ich ja diese umgekehrte Frage nicht. Verrückte Katzenlady, man kennt das. Ja, Katzenlady. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ist mit Katzen werfen. Ich will ja niemals mit Katzen werfen. Da ist was hinter diesen Buchsen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube vor 15 Jahren? Doch, ich glaube vor 15 Jahren. Das war jetzt zu einer Zeit, wo ich ja noch regelmäßig mit meinen Großeltern in Urlaub gefahren bin. Und da habe ich einen Jungen kennengelernt, der tatsächlich Katzen an ihrem Schwanz gezogen hat und den Mülltonnen geschmissen hat. Ungelungen, der hat die einfach direkt am Schwanz gepackt und einmal so durch die Luft geworfen. Alter, bin ich ausgerastet. Ey, die Katzen haben geschrien. Und ich dachte echt nur, ich guck nicht richtig. Ich meine, erstens sind Katzen Lebewesen. Man tut den Katzen sowas nicht an. Zweitens, Katzen, Lieblingstiere, schon mal überhaupt nicht, nein. Nee. Man tut auch kein Tier weh. Vor allem, du lässt es dann auch noch in der Mülltonne versauern. Das ist ja auch noch so. Jo. Komm hier nicht weg. Oh, Geralt! Geh da weg, geh aus der Ecke raus. Der piepe dich. Du willst nicht? Greif dich halt an. Aua. Nein. Nein, 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 nein. Glück gehabt. Nein, nein, nein. Pech gehabt. Ja, das kenne ich nicht unbedingt von der Seite. Nein, nein. Liebe spannende Kämpfe. Wie lange hatte ich keinen mehr? Ewigkeit. Aua. Aber wir haben ihn gleich. Aha. Und jetzt sind nur noch ein paar Schläge. Jo. Ein paar vor allem. Einer. Den Notizen zufolge muss ich das Buch am richtigen Ort platzieren. Falle Feuer. Achso. Ja, wir schaffen das ohne. Wird super bewertet. Hast du nicht ein Gift gegen die Viecher? Ja, doch. Bestimmt hatte ich eins. Oder? Ich hatte bestimmt eins. Ich will es halt. Meistens will ich es halt immer vorher. Ohne versuchen. Ah, Bestienöl, Gasteröl, Fangöl. Konstruktöl war es, glaube ich. Ich meine, das sind Konstrukte. Also ja, hätte ich gehabt. Wo animalistische Gewalt geht immer. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ich muss doch. Also, Geralt muss doch zeigen, was er hat. Das Medaillon. Er ist doch nicht umsonst bei Triss und Yennefer so beliebt. Oh, ja. Einmal Muckis zeigen. Hat doch sonst nicht so viel Gelegenheit dafür. Dazu. Das ist keine gewöhnliche Schmiede. Das Medaillon zeigt Magie an. Ich sollte mich umsehen. Ja, wir sehen uns schon um. Sag auf von Sintra, das haben wir, glaube ich, schon.
Trinkschnaps. Hm, der Blasebalg eines Schmieds. Zurück! Vor dieser Horn gehört mir! Wer ist Radmir? Radmir von Tor-Karnet? Der wurde bei Falkas Rebellion lebendig gehäutet. Das ist lange her. Du lügst! Wer bist du? Das ist eine Tür! Okay. Oh Gott. Ich hab schon steifen Fuß. Hör mal, ich will mich nur umsehen. Wie war das immer um 1 Uhr Feierabend? Ich hab super, ne? Ja, noch ein Ifrit. Hallöchen. Kommst du da nicht runter? Das ist natürlich noch besser. Weißt du, an deiner Stelle würde ich da gerne einmal weggehen. Wie regeneriert diese Schwalbe mein Leben? Frage ist mich immer noch. Also diese neue jetzt. Ich sehe nicht, dass sie mein Leben regeneriert. Weiß, wie ich noch mein Leben regenerieren kann. Leicht unverbreitet. Komm schon. Unter welchem Umstand regenerierst du plötzlich mein Leben? Man sage es mir. Wieso regeneriert diese Schwalbe mein Leben nicht mehr? Jetzt. Ah. Wieder ein paar Millionen nicht währenddessen angreifen, ne? Jetzt. Was war das okay, aus? Mal sehen, was hinter der Feuerstelle ist. Ah, okay. Ich verstehe. Freue ich nicht. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ein Geheimfach hinter einer Illusion. Das ist das Problem, dass meine... Okay, warte mal. Wir haben doch... So, jetzt passt es wieder. Wir sind vorher Chapter 3. Eine sehr gute Frage. Warum habe ich eigentlich schon wieder so viel hier in meinem Inventar? Das nehmen wir. Okay, was haben wir da? Ach so, schwerer. Ja, nee, gegen leichte möchte ich das nicht austauschen. Das ist mittlerer. Okay, nee. Nein. Das wollen wir nicht.
Gut, das heißt, jetzt haben wir hier in Kermohan, glaube ich, auch alles. Ah ne, da ganz hinten haben wir noch Sachen. Ach du grüne Neuner. Holen wir die uns doch oder mache ich das morgen? Achso, ich kann ja einmal kurz eine Quest von Skellige anpinnen. Bei Hauptquests will ich erstmal nicht. So, dann einmal hier zur Hütte. Gelaufen, gelaufen. Also ich denke mal, zumindest das eine hier machen wir noch. Wie schmeckt dir das Silber? Dann das andere machen, weiß ich noch nicht. Lauf, kleiner Geralt, lauf! Wir wollen ein Ziel unserer Reise. Hallo, meine kleine Rehe. Oh. Meister Pets. Im Doppelpack. Zeig mir, was du zu bieten hast. Also ganz ehrlich, irgendwie finde ich diese Gegend um Kaer sowas von schön. Also bisher, na gut, Skellige ist aber auch mega schön. Aber ich glaube, wieder Bären um. Nein! Nein, nein, nein! Die Bären haben angefangen. Warte mal, die Bären haben angefangen. Ich kann da gar nichts für. Ich hätte sie am Leben lassen. Ich war kompromissbereit. Ich wollte sie nicht töten. Na, no, nicht schon wieder Waldschrat. Nein, 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 nein. Oh, Leute. Ja, bring bitte erst. Hallo. Wie weit ist das andere entfernt? Nee, nee. Direkt töten. Einfach nur töten. Nichts anderes. Einfach nur töten. Dieser See erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an unseren Tirolurlaub vor 2 Jahren. Da gab es so einen ähnlichen See. Auch umgeben mit von schneebedeckten Bergen. Oh, das war schön. Oh, wir gehen wirklich wieder nach Tirol zurück. Aber Berge allgemein, ich liebe Berge. War mich schon immer lieber als die See, also ich bin auch gerne an der See und von drin. Berge. Diese Berge sehen.
Berge, Gandalf. Ja, ich kann das plötzlich finden, wo ich mal gute Zähne schreiben kann. Erscheinung sagt auf Wiedersehen. Da oben ist was. Komme ich da oben hin? Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und hier eine wundervolle Nacht. Ich werde auch gleich Feierabend machen. Also keine Angst. Ich werde nur noch einmal kurz den letzten Ort hier entdecken und dann geht es auch für mich so langsam Richtung Bett. Wie gesagt, es ist jetzt halt nur noch diese letzten 200, ja, die letzten 200 Schritte. Und danach werde ich auch ins Bettchen gehen. Dann haben wir für morgen eigentlich nur noch die skellige Inseln und ein bisschen was um Novigrad rum, was wir dann machen müssen. Bevor wir mit den Hauptquests weitermachen. Und ja. Ich hoffe, dass wir bald da sind. Ne, sind hier nur noch 120. Ich warte noch deinen Schluss ab. Okay. Wie gesagt, ich beeile mich jetzt hier diese letzten Schritte berghoch zu gehen. Aber Geralt ist nicht mehr der Jüngste. Geralt schafft den Berg nicht mehr so in. Um mir nichts, dir nichts. Ich wüsste ja gern, wie alt Geralt ist. Das habe ich auf jeden Fall schon mal. Ah, ein Wyvern. Okay. Ich hab's noch nicht geguckt. Ja, es ist aber schon. Selbst für mich ist es noch schon sehr spät. Deswegen. Wie weit sind wir von dem. Okay, der Punkt ist da hinten. Dann einmal noch kurz auf die skellige Inseln. Dann einmal kurz auf die skellige Inseln reisen und dann haben wir unseren Schluss für morgen. Also für heute, damit wir später weitermachen können. Ich weiß nur noch nicht, wann ich nachher morgen wieder anfange. Im besten Alter. Ich habe ja nicht gesagt, dass er zu alt ist. Ich habe nur gesagt, dass er, ne, schon ein gewisses Alter erreicht hat. Mir kommt gerade zu schade, dass wir das schon weitermachen. Ist dem so? Nee, ich werde wirklich jetzt dann in Richtung Bett verschwinden. Ich glaube zwischendurch, da mein Freund im Lurk ist, weil er ja auch pennt, der hat mein Stream immer nebenbei noch laufen. Der verschwindet mal und kommt dann wieder. Also das ist auf jeden Fall einer, der immer wieder auftaucht, wenn die Zahl hochgeht. Aber ich habe es halt meistens auch aus, nur das Ding direkt da hinten kann ich halt nicht ausschalten. Da steht das leider immer. Der größte halt noch streamt, ja. Wobei ich tatsächlich auch gerne. Ich streame echt gerne nachts, aber nachts ist allgemein meine Zeit, in der ich gerne wach bin. So. Wo reisen wir hin? Wir reisen nach hier. Geralt musste haben natürlich unser doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Geschichtchen die wieder. Jagd würde nun leider nicht umschalten kann. Mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. So.
beendet diese Szene schnell. Danke. So. Ja, ja, die letzten Vorbereitungen. Bla, bla, bla. Komm schon, ich will das Spiel speichern können. Mach das Ding weg. So, speichern.